Herr Professor Felderer, ich bedanke mich zunächst einmal sehr herzlich für die Einladung. Mich sehr darüber gefreut, dass ich wieder nach Österreich kommen darf, dass ich bei Ihnen in der Wirtschaftskammer zu Gast sein darf. Das ehrt mich und das freut mich. Ich finde sehr gut und begrüße das sehr, dass gerade jetzt das Thema Wirtschaft und Arbeit in den Mittelpunkt rücken. Das ist gerade jetzt angebracht, denn ich denke, zu den Erkenntnissen, die wir heutzutage hier in Europa insgesamt, zu denen wir in Europa insgesamt kommen müssen, nicht nur mit Blick auf den Brexit, sondern insgesamt, der macht doch deutlich, dass eine zunehmende Zahl europäischer Bürgerinnen und Bürger die EU nicht mehr, die Europäische Union nicht mehr als Hüter und Wahrer ihrer Interessen ansieht, sondern eher als eine Veranstaltung der politischen Eliten, demokratisch nur dürftig legitimiert, viel Bürokratie täglich ausstoßend und den Bürgern sehr fern ist. Diese zunehmende Skepsis und auch Ablehnung, offene Ablehnung gegenüber Europa hat vermutlich auch sehr viel zu tun mit dem Zustand der europäischen Arbeitsmärkte und der Taten oder auch Hilflosigkeit der Europäischen Union demgegenüber und auch der Mitgliedstaaten dieser Entwicklung gegenüber der hohen Arbeitslosigkeit und insbesondere der absolut unakzeptabel hohen Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Und das hat sich ja bisher, das ist ja nicht ein neues Phänomen, sondern ein jahrelanges Phänomen, bisher so gut wie nichts getan, was dieser Entwicklung ernsthaft entgegenwirken würde. Deshalb vor diesem Hintergrund glaube ich, dass ein grenzüberschreitender Informations- und Erfahrungsaustausch über dieses Thema in Europa insgesamt richtig und wichtig ist. Wir können ja und sollten auch voneinander lernen. Dann wird sich auch zeigen, dass das für niemanden eine Einbahnstraße ist. Es gibt überall gute und auch kritisierungsfähige und würdige Entwicklungen. Das ist keine Einbahnstraße, wie gesagt, sondern es gilt am konkret besten voneinander zu lernen, und zwar aus allen Himmelsrichtungen. Dann allerdings auch Anstöße zu geben, damit endlich ergebnisorientiert gehandelt wird. Wir dürfen nicht zulassen, das sage ich auch an die Wirtschaft insgesamt, genauso wie an die Gewerkschaften, an alle, die sich mitverantwortlich fühlen in den Ländern und in der Europäischen Union. Wir dürfen nicht noch einmal zulassen, dass die nächste Phase eine Entwicklung vonstatten geht, die auch von der Mehrheit der Bürger als Tatenlosigkeit empfunden wird. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich einen Blick zurückwerfe auf das, was sich in Deutschland getan hat, in der Zeit, in der ich dort jedenfalls auf der Bundesebene in die Verantwortung kam. Das war irgendwann im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Und wie ist es dort gewesen? Das war ja eine Zeit, gut, ich bin 2002 nach Berlin gekommen, das war eine Zeit gut 10 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und gut 2 Jahre nach dem Scheitern, nach dem Platzen der sogenannten New Economy Blase. Die haben Sie vielleicht noch einige in Erinnerung, jedenfalls die Älteren. Das war ja eine Zeit, in der man den Eindruck gewinnen konnte, die Betriebswirtschaft sei außer Kraft gesetzt und man könnte alle möglichen neuen Geschäftsmodelle entwickeln. Manchmal heute denke ich, dass solche Vorstellungen auch jetzt wieder herumgeistern, dass man eben ohne betriebswirtschaftliche Fundierung vorankommen könnte. Das war diese Situation. 2 Jahre war vor Mitte 2000 war die New Economy geplatzt. Das ging ja ruckzuck. Es war ein dramatischer Einbruch. Wir hatten schon mit der deutschen Wiedervereinigung natürlich eine wachsende Arbeitslosigkeit, eine wachsende Staatsverschuldung und ab der Platzen der New Economy Blase auch eine gewisse Stagnation der deutschen Wirtschaft. Das heißt, wir standen unter massivstem Druck. Wir hatten immer mehr finanzielle Mittel eingesetzt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, immer neue Programme, Ausbildungsprogramme und immer neue 1-Dollar-Jobs und 1-Euro-Jobs und Ähnliches. Alles Mögliche eingesetzt, immer mehr Geld eingesetzt und die Arbeitslosigkeit stieg und stieg. Sie ist ja dann bis 2005 noch auf über 5 Millionen angestiegen. Das ist aber alles erklärbar. Daraus hat sich dann die Entscheidung von Gerhard Schröder entwickelt, vor der Bundestagswahl angekündigt, ein Programm, das die sogenannte Hartz-Kommission entwickelt hat, mit Fachleuten und Politikern, aber vor allen Dingen Fachleuten aus allen Richtungen, ein Programm für den Arbeitsmarkt entwickelt, vor der Wahl feierlich angekündigt. Alle dachten, es käme jetzt etwas Wunderbares über Deutschland. Und nach der Wahl war es dann meine Aufgabe, dieses wunderbare Programm in die Tat umzusetzen. Und das war dann etwas härter, als die meisten erwartet haben. Es hatte 4, 5
Leitlinien, wenn ich die kurz erwähnen, in Erinnerung rufen darf. Der erste war der wichtigste Grundsatz des Förderns und Forderns. Der ist ganz schlicht: Wer öffentliche Mittel in Anspruch nehmen will, der muss, von dem müssen wir auch erwarten, dass er mittut, dass er selbst handelt, und notfalls müssen wir das auch von ihm fordern. Das tun wir über die sogenannte Zumutbarkeitsregel, die wir damals eingeführt haben. Jeder erwerbsfähige Bürger im Lande ist verpflichtet, seinen eigenen Lebensunterhalt und den der ihm Anvertrauten aus eigener Kraft und im Rahmen des ihm Möglichen zu bestreiten, statt die Unterstützung der Allgemeinheit in Anspruch zu nehmen. Das ist das, die Zumutbarkeitsklausel. Das heißt, prinzipiell ist deshalb jeder legale Ausbildungs- oder Arbeitsplatz auch ein Minijob der Arbeitslosigkeit vorzuziehen. Und wer einen so ihm angebotenen legalen Arbeitsplatz ablehnt, und zwar als Arbeitssuchender, der muss mit Sanktionen reden, und die Sanktionen gehen dann mit Abschlägen, bis zu Abschlägen oder gar der völligen Streichung der öffentlichen, ihm sonst zustehenden Förderung. Das ist der Grundsatz. Er wird in Deutschland nicht keineswegs mit aller Klarheit und Härte verfolgt, aber es ist schon eine Veränderung der Atmosphäre, eine Rückbesinnung auf eine Grundlage der sozialen Marktwirtschaft, Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Subsidiarität statt ständiger staatlicher Verantwortung. Der zweite Grundsatz ist das Flexibilitätserfordernis. Das heißt, das wissen wir alle, die Wirtschafts- und Arbeitsmärkte verändern sich heute schneller als je zuvor. Wir wissen alle, das Tempo wird noch dramatisch zunehmen, dieser Veränderung. Und deshalb müssen wir sagen, darauf müssen Unternehmen reagieren können mit entsprechender Flexibilität, und zwar auch mit einer Flexibilität, die zum Aufbau, aber eben auch zum Abbau von Belegschaften führen kann. Das verlangt eine Flexibilität im Arbeitsmarkt, entweder einen weniger starren Kündigungsschutz, als wir ihn bis dahin in Deutschland hatten und noch immer haben, oder aber flexible Formen der Beschäftigung. Und da sind dann eben die Befristung von Arbeitsverhältnissen oder besondere Arbeitsverhältnisse wie Zeitarbeit, Werkverträge, Teilzeitarbeit, Minijobs, Midijobs, alles dies sind die Instrumente. Wir haben uns damals entschieden, beides einzusetzen. Wir haben den Kündigungsschutz allerdings nur für ganz kleine Betriebe reduziert und die weiteren Instrumente, die ich erwähnt habe, durch die Bank liberalisiert. Das heißt, von den Fesseln, die ihnen auferlegt war durch Regulierung in Deutschland, von diesen Fesseln fast komplett befreit. Und daneben haben wir Unternehmensgründungen gefördert. Beispielsweise, das hat Herr Professor Felderer gerade erwähnt, wir haben den sogenannten großen Befähigungsnachweis, das heißt den Meisterbrief als Voraussetzung zur Führung bestimmter Handwerksunternehmen gecancelt. Das war sehr mutig. Ich wollte das damals ehrlich gesagt für alle Handwerksbetriebe. Das hat mir das gesamte Handwerk in Deutschland auf den Hals getrieben. Das waren die Diskussionen waren mindestens so hart wie die mit den Hartz-IV-Empfängern. Und ich habe da wirklich eine Schlacht hinter mir. Wir haben das auch nur geschafft für allenfalls ein Drittel der Gewerke und in den entscheidenden Bereichen nicht. Ist es auch bis heute umstritten. Die Vorstellung ist natürlich, dass wir damit mehr Unternehmensgründungen mobilisieren, motivieren. Das ist auch eingetreten, nur angeblich oder tatsächlich sind die Zahlen heute derer, die dort beschäftigt werden und ausgebildet werden, sehr gering, muss man ehrlich sagen. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Es würde auch nur funktionieren, wäre meine Antwort an die weiterhin kritisieren, und ich verstehe das sehr wohl. Ich bin immer noch im Handwerksbereich, bin ich auch wieder zugelassen, also ich kann mich da wieder sehen lassen. Die sprechen mit mir, aber es geht immer natürlich mit Kritik. Und meine Antwort an die ist, ihr habt diesen Bereich auch nicht gefördert. Ihr habt die dann ohne Meisterbrief einen Handwerksbetrieb eröffnet haben, die spielten dann in den Kammern natürlich auch keine Rolle. Wie gesagt, das gehört natürlich Niederlagen dazu. Ich habe in meinem Leben so viele hinter mir, deshalb kam es darauf, auf die Niederlage nicht an, auf das Thema schon. Der dritte Grundsatz war, wir müssen uns natürlich auch auf Bewährtes stützen und das Bewährte auch wirklich herausfordern und nutzen. Zu den Bewährten in Deutschland gehört an erster Stelle, wie bei Ihnen in Österreich, das ist die duale Berufsausbildung. Wir haben damals eine Auseinandersetzung gehabt, diejenigen, die Unternehmen, die nicht ausbilden, mit einer Ausbildungsplatzabgabe zu belegen. Schröder und ich haben auch dagegen auf allen Parteitagen, insbesondere mit den Jusos in Deutschland, gekämpft und haben das verhindert. Das war auch richtig, glaube ich. Und wir haben dadurch aber dann motiviert, dass mehr Unternehmen wieder
begannen auszubilden. Heute sind es ungefähr 30% der Unternehmen in Deutschland, vor allen Dingen natürlich Mittelständler, Handwerker etc., die ausbilden. Und das ist, wir haben heute mehr Ausbildungsplätze, das hat aber mit der akuten Lage zu tun, mehr Ausbildungsplätze als nachfragende Jugendliche. Ich bin noch rumgelaufen, mit dem Bus durch das Land gefahren und habe versucht, Arbeitsplätze zu mobilisieren und habe überall dort die Unternehmen besucht und auch viele da, ich habe auf diese Weise hunderte von Unternehmen kennengelernt in Deutschland und die da geworben um Ausbildungsplätze. Immer war übrigens die Antwort, die Leute, die ihr schickt, die können nicht richtig Deutsch und die können nicht rechnen, die können keinen Dreisatz. Also das erlebe ich übrigens bis heute. Ich komme aber nachher nochmal auf Bildungspolitik ganz kurz zu sprechen. Also das war, und der andere bewährte ist die Tarifhoheit in Deutschland. Das muss ich sagen. Die hat in den Jahren 2000 bis 2010 eine entscheidende Rolle neben den Reformen gespielt. Wir haben in dieser Zeit faktisch eine Stagnation der Einkommen in Deutschland gehabt. Eine außerordentlich verantwortungsbewusste Tarifpolitik und die hat Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit gesichert. In dieser Zeit sind in ganz Südeuropa die Löhne und Gehälter durch die Decke gegangen und da haben wir heute mit zu tun. Da sind wesentliche Ursachen der heutigen Probleme gelegt worden. Inzwischen ist das in Deutschland ja vorbei. Wir sind jetzt ja in einer Zeit wachsender Löhne und wir sind da schon wieder an den nächsten Schallgrenzen. Aber damals, in diesen Jahren, war das entscheidend und deshalb bin ich ein wirklicher Verfechter der Tariffreiheit. Das heißt aber zu Deutsch, ich bin prinzipiell dafür und sage deshalb, das muss vor Politik geschützt werden. Und deshalb lautet der Leitsatz, den wir hatten in Deutschland bis vor ganz kurzer Zeit, Politik hat in der Lohnfindung nichts zu suchen. Gegen diesen Leitsatz ist aus meiner Sicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn gesündigt worden. In meiner Zeit habe ich noch mit den Gewerkschaften am Tisch gesessen, über die Zeitarbeit diskutiert, alle Gewerkschaftsvorsitzenden der Einzelgewerkschaften in Deutschland und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, für die Zeitarbeit Tarifverträge vor Gesetzgebung. Auch das wird zurzeit wieder verändert in Deutschland. Aber das war entscheidend und das ist ein Grundsatz. Ich gehe davon aus, nicht die 8,50 Euro in Deutschland sind jetzt das Problem, sondern daraus entwickelt sich natürlich eine Tendenz der Politik, immer tiefer in die Lohnfindung, das heißt in die Unternehmen einzugreifen. Es ist ganz klar, wenn man den Staat einmal einlädt, als Gast, den hat man als Dauergast und der richtet sich dort ein und daraus entwickelt sich mehr. Jetzt haben wir schon die Kommission, die jetzt schon wieder sitzt über die Erhöhung des Mindestlohns etc. Und dies hat natürlich Ausstrahlung auf die gesamte Lohnfindung und die Tarifpolitik über den gesetzlichen Mindestlohn, der nur in Ostdeutschland in einigen Bereichen zurzeit ein Problem macht. Ökonomisch macht er kein Problem. Es geht mir um das Prinzip, das dort verletzt worden ist. Und dann war der vierte Grundsatz, und das ist auch gelungen, nämlich die obrigkeitlich denkende öffentlich-rechtliche Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit in Deutschland umzubauen in eine Bundesagentur für Arbeit. Das ist aber nicht nur ein Name gewesen, sondern wir haben da wirklich ein unternehmerisches Denken in diese Bundesagentur implementiert und das war im Grunde genommen ganz einfach. Wir haben nämlich an die Spitze der Bundesagentur einen Unternehmer gesetzt und einen unternehmerisch denkenden und handelnden Vorstand. Zum ersten Mal, funktioniert auch nicht überall, das ist im Leben nun mal so, aber der Arbeitnehmer, der Arbeitssuchende ist Kunde der Bundesagentur und ist nicht Bittsteller, der bei der Obrigkeit nachfragt, ob sie ihm helfen will. Das ist der grundlegende neue Denkungsart und sie funktioniert. Wir haben ja einen wesentlichen Anteil. Aber nur so, mit einer so strukturierten Bundesagentur war es möglich, den schwierigsten Akt, das ist dann zu vollziehen, nämlich die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger in Deutschland, von denen Hunderttausende nicht in der Arbeitsvermittlung waren bis dahin, in die Arbeitsvermittlung zu integrieren und zwar in das sogenannte Arbeitslosengeld II. Das ist das berühmte Hartz IV. Da ist leider dann, waren wir kommunikativ nicht gut genug. Das ist dieser Hartz IV-Begriff, der sitzt jetzt in den Köpfen, sodass Sie manchmal, wenn Sie in der Schule ein Kind fragen, aus einer sozial schwachen Familie, was willst du denn mal werden? Dann sagt das Kind möglicherweise Harzer.
Also das sind dramatische Dinge, die sich dort tun, die man sehen muss. Und das bedeutete ein Umbau der Arbeitslosenversicherung komplett. Die Arbeitslosenversicherung als und das daraus fließende Arbeitslosengeld 1, wie wir das nennen offiziell, das arbeitslos gewordene Arbeitnehmer bezieht, das bezieht er, also das von ihm selbst mitfinanzierte Geld bezieht er für 12 Monate, nur für die ganz älteren 18 Monate. So war der Anfang, heute haben wir etwas weichere Regelung, aber das war 12 und 18 Monate. Und nach diesem Arbeitslosengeld 1 rutscht der Arbeitnehmer, der Arbeitssuchende in das Arbeitslosengeld 2, wenn er innerhalb dieser 12 oder 18 Monate noch keinen Job gefunden hat. Und im Arbeitslosengeld 2 bekommt er einen festen Betrag, das ist das sogenannte Hartz IV, das bewegt sich so um 800 Euro. Die Hälfte davon für Mieten und Heizung und Wohnen und die andere Hälfte für den Lebensunterhalt, dann kommen Kindergeschichten und so weiter dazu. Aber das ist das Prinzip. Und in dieses System haben wir Hunderttausende von Erwerbsfähigen aus der Sozialhilfe integriert. Das waren zwei Systeme zusammenzubringen. Das war die eigentliche Schlacht, die dann auf den Straßen stattgefunden hat. Dabei müssen Sie sehen, erwerbsfähig ist in Deutschland jemand, der 3 Stunden pro Tag arbeiten kann. Also jeder, der 3 Stunden pro Tag erwerbsfähig ist, über 3 Stunden hinaus, der ist erwerbsfähig und muss in dieses System. Er kommt dadurch aus der Sozialhilfe, wird dafür dann krankenversichert und hat auch einen Rentenversicherungsbeitrag etc. Er kommt also in das generelle Arbeitsmarktsystem mit all den Vorteilen, die dies für sein weiteres Leben bedeutet, aber eben auch mit der Härte, eben, dass dieses Geld eben so eng geschnitten ist, wie ich es versucht habe darzustellen. Das gesamte System dieser 4, 5 Leitlinien ist eingebettet, muss auch eingebettet sein, aus meiner Überzeugung, in alles das, was mit Finanzen, Wissenschaft, Bildung zu tun hat. Mit Wirtschaft, Finanzen, Wissenschaft und Forschung. Deshalb war übrigens die Zusammenlegung von Arbeit und Wirtschaft und Arbeit in einem Ministerium absolut richtig. Ist leider danach, als ich verabschiedet worden war, sofort wieder aufgehoben worden. Aber natürlich gehören Wirtschaft und Arbeit zusammen. Wie das ist, wenn sie sich nicht als zusammengehörig verstehen, kann man in Frankreich übrigens sehen. Da haben sie dann eben Auseinandersetzungen wie zu Zeiten von Karl Marx. Dann leben wir immer noch in den Vorstellungen Arbeit kontra Kapital, obwohl wir in Deutschland knapp 4 Millionen Arbeitsunternehmen haben. Entschuldigung, Sie haben, habe ich gerade gelernt, 500.000. Und nicht in diesen Unternehmen findet das Gegenteil statt von dem, was Karl Marx und andere in jenen Jahrhunderten und in jenen Zeiten vor Augen hatten in der Industriegesellschaft damaliger Zeiten. Aber das ist, das bedeutete, das war eingebettet in Steuersenkungen. Wir haben Unternehmenssteuern, wir haben Spitzensteuersatz gesenkt als Sozialdemokraten. Wir haben gleichzeitig Kürzungen und Beitragserhöhungen vorgenommen in den Sozialsystemen. Wir haben beispielsweise den Arbeitgeberbeitrag zum Gesundheitssystem festgeschrieben. Und wir haben einen Demografiefaktor im Rentenrecht untergebracht. Aber wir haben gleichzeitig zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands Bundesmittel für Bildung, nämlich in den Schulen, eingesetzt. 4 Milliarden Euro für Ganztagsschulen in Deutschland zur Verfügung gestellt. Völlig neu in unserem föderalen System. Das heißt, diese Maßnahmen muss man sehen. Ich kann die jetzt im Einzelnen nicht ausbauen, aber das bettet das Gesamtsystem ein. Dennoch war dieses Programm, wie ich so geschildert habe, insbesondere in den Arbeitsmarktreformen, insbesondere in dieser Hartz-IV-Gesetzgebung, das waren insgesamt 4 große Gesetzgebungspakete zwischen 2000 und 2005, war dies natürlich eine wirkliche Herausforderung für viele Arbeitnehmer. Das ist es ja auch. Es ist ja auch wichtig, dass man da keinerlei falsche Vorstellungen weckt. Wir sind in einer Lage, in der man nicht alles so lassen kann, wie es ist, heute erst recht auch nicht, sondern wir brauchen Veränderungen. Da muss man aussprechen, was möglich ist. Das ist eine Herausforderung. Wir hatten heftigste Diskussionen. Wir hatten die Montagsdemonstration. Wir hatten massive Angriffe, innerparteiliche Konflikte. Wir haben in der Partei allerdings von oben bis unten diskutiert, mit Gerhard Schröder an der Spitze. Wir haben 6 Regionalkonferenzen gehabt, 2 Parteitage. Immer haben wir die Mehrheit für die Reformen bekommen. Die wurden wirklich auf Punkt und Komma dort diskutiert. Natürlich war dies oft verbunden auch mit der Drohung, wir können nicht mehr weitermachen als Regierung, wenn wir hier nicht durchkommen. Wir waren uns dabei gleichzeitig, Gerhard Schröder an der Spitze,
bewusst, Professor Felder hat das angesprochen, ja, wir wussten, das riskiert die Regierungsmehrheit, das riskiert unsere Regierung, auch in der eigenen Partei natürlich. Das hat sich dann 2005 ja auch realisiert. Deshalb hat Schröder dann auch alles in die Wege geleitet, um die Bundestagswahl 2005 um ein Jahr vorzuziehen. Wir waren am Ende, zum Schluss waren wir nach diesen Reformen eingemauert. Wir hatten im Bundesrat keine Mehrheit mehr. Wir konnten nicht einmal mehr einen Termin für eine Bundesratssitzung festsetzen. So klein, wir hatten alle Landtagswahlen verloren. Zum Schluss die in Nordrhein-Westfalen, in meinem Bundesland. Und wir hatten in der eigenen Fraktion mindestens 12 Abweichler und damit hatten wir schon nicht mehr die eigene Mehrheit zur Verfügung. Also ich habe mal 2004 und Ende 2004 irgendwann mal, wir strebten gerade 5 Millionen Arbeitslosen zu, das kam auch, weil wir diese 100.000 aus der Sozialhilfe damit hineingepackt haben, dadurch explodierte die Zahl natürlich nach oben, kein Mensch hat verstanden, wie das kam, dass das aus diesen beiden Systemen kam. Da habe ich mal gesagt, und diese Formulierung war mir damals wichtig und die war auch wohl bedacht, eine einigermaßen vernünftige Entwicklung der Weltwirtschaft vorausgesetzt, können wir 2010 Vollbeschäftigung erreichen. Daraufhin wurde ich beinahe in eine Anstalt eingeliefert, ich wurde für verrückt erklärt und was nicht alles. Und das war auch ja die Situation und so war auch die Auseinandersetzung. Das war 2004, 2005 haben wir das letzte Gesetz gemacht, dann kam die Bundestagswahl, ich wurde aus Berlin ausgeschieden und 2000, wir waren in allen Schlagzeilen, werde ich nie vergessen, der Economist, Deutschland, der kranke Mann Europas und 2006, 2007, 2008 wurden wir auf einmal zur Wachstumslokomotive Europas und die Arbeitslosigkeit direkt nach Abschluss dieser Gesetzgebungspakete begann die Arbeitslosigkeit in Deutschland zurückzugehen. Und wir haben heute in Teilen Deutschlands bis heute eine recht gute Arbeitsmarktentwicklung, keineswegs über die Maßen gut. Das hängt ja sehr stark von den jeweiligen Statistiken ab, die man nutzt. Die europäischen sind für uns die günstigsten. Da liegen wir besonders günstig. Wir sind aber innerhalb Europas zurzeit, ich glaube, mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen, darüber bin ich sehr glücklich, mit der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit. Die ist zwar immer noch zu hoch, die liegt bei 6-7% in realen Zahlen, aber die liegt ja anders als in anderen Ländern. Und die liegt nicht nur in Spanien oder in Griechenland hoch, sondern liegt in Frankreich hoch, die liegt in Großbritannien hoch, die liegt in Schweden hoch, die liegt in all diesen viel gerühmten Ländern über 20%. Unfassbar. Und deshalb ist das meines Erachtens das Hauptthema. Ein ganz letzter Blick in die Zukunft von mir aus jetzt. Ich glaube, dass die SPD einen großen Fehler gemacht hat. Die hat sich dann, als wir ausgeschieden sind aus der Regierung bzw. in der Großen Koalition, aber als Partei abgearbeitet an dem, was wir mit der Agenda 2010 getan hatten. Dass diese Agenda 2010, wie niemand bestreitet, vor allen Dingen aus dem Ausland, nicht beigetragen hat zu einer solchen positiven Entwicklung in Deutschland, wie wir sie heute haben, beigetragen hat dazu, das wurde in der SPD nicht zur Kenntnis genommen, sondern man hat offensichtlich diese Reformen mit schlechtem Gewissen gemacht und alles getan, um daraus wegzukommen. Das geschieht bis heute. Wir haben regelrecht auch in der Gesetzgebung jetzt ein gewisses Rollback dieser Arbeitsmarktreformen, das ich natürlich für falsch halte. Richtig wäre gewesen, das ist meine feste Überzeugung, nach diesen Reformen das zu tun, was und das in den Blick zu nehmen, was als Hauptproblem geblieben ist, und das ist insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben immer noch 1 Million Langzeitarbeitslose. Wir haben 50.000 Kinder, die jährlich ohne Schulabschluss ins Berufsleben gehen. Wir haben 1,3 Millionen zwischen 20- und 30-Jährige, die sind ohne abgeschlossene Berufsausbildung. An den Zahlen erkennt man unsere eigentliche Schwäche in Deutschland, die jetzt noch geblieben ist, und das gilt in den meisten Ländern, das ist mangelnde Qualifikation, mangelnde Bildung. Und die hat leider sehr starke soziale Ursachen. Sie kommt aus Familien, 28% der Kinder, die in unsere Schulen kommen, kommen aus sogenannten bildungsfernen Schichten. In den großen Städten sind es bis zu 40% der Kinder. Das sind Kinder, die kommen aus Familien, die es gar nicht gibt. Das sind Familien, die in der ersten, zweiten bis zur dritten Generation bereits in Sozialsystemen sind, in Hartz IV oder in anderen Systemen. Das sind Migrationskinder. Und da beginnt die Chancenungerechtigkeit in Deutschland. Wir sind bisher nicht in der Lage, das zu bekämpfen. Wenn wir das bekämpfen müssen, müssen wir an einem ansetzen, was in unserem Land
absolut unterentwickelt ist, und das ist die frühkindliche Bildung. Das ist zwischen 3 und 6 Jahren. Wir bauen zwar jetzt Kitas und solche Dinge, aber bezeichnenderweise läuft das unter Kinderbetreuung, nicht unter vorschulischer Kinderbegleitung. Und das ist das, was in Deutschland nachgeholt werden muss. In diesem Bereich, der wichtigste im Leben, die Aufnahmefähigkeit des Menschen ist nie höher als in dieser Zeit. Selbst in meinem Alter heute nimmt man noch was auf, also im Hirn bewegt sich noch irgendetwas, aber nie mehr so viel wie da zwischen 3 und 6 Jahren. Und diese Zeit wird in unseren Ländern nicht genutzt. Und da liegt der Kern des Übels. Wir setzen am wenigsten öffentliche Mittel genau dort ein. Wenn wir das verändern wollen und damit auch die soziale Ungleichentwicklung, die Auseinanderentwicklung unserer Gesellschaften verändern wollen, dann muss da der Beginn sein. Und dazu gehören dann eine ganze Kette von Bildungsmaßnahmen, frühkindliche Bildung, Ganztagsschulen, Schulklassen, die nicht größer als 20 Kinder sein dürfen, Berufsvorbereitung, Wirtschaft in der Schule, 3 Jahre vor Schulabschluss, Berufsvorbereitung, Weiterbildung etc. etc. Das sind die Maßnahmen, die kosten gewaltiges Geld, die kosten sehr viel mehr Lehrer, aber es gibt nichts Wichtigeres als diese Aufgabe, davon bin ich fest überzeugt. Und das ist das Kernstück, dazu gehört natürlich Wissenschaft und Forschung. In diesen Sektoren, die Umorientierung unserer Gesellschaft muss doch sein, wegkommen von den Reparaturen, dass wir eine Arbeitsagentur brauchen, die anschließend, wenn das Kind im Brunnen ist und die Langzeitarbeitslosigkeit eingesetzt hat, zu handeln, sondern zu handeln, da bevor überhaupt diese Gefahr auftaucht und dazu beizutragen, dass es geht. Das geht nicht mehr über die Familienpolitik, wie das früher war. In meiner Generation war das die Aufgabe der Familie. Herr Stoiber redet heute noch so. Das ist in Bayern auch eine andere Situation, in dörflichen Regionen. Das ist in städtischen Regionen, wie bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das war eine völlig illusionäre Vorstellung. Da kann ich nur empfehlen, sich mal solche Städte anzuschauen. Wir haben 27 Stadtteile in Nordrhein-Westfalen, von denen ich sagen würde, wir haben die sogenannten Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf. In Wahrheit sind das Stadtteile in der Gefahr, No-Go-Areas zu werden. Das muss man sehen, das gibt es in allen großen Städten. Bei Ihnen in Österreich nicht, aber bei uns ist das so und da muss man, das sind die Ansätze und die führen auch eben, dass unsere Gesellschaften auseinandergehen und dagegen müssen wir mit allem, was wir können, angehen. Das Zweite, man muss die Demografie in den Blick nehmen. Ja, wir werden alle älter. Jedes zweite Mädchen, das jetzt geboren wird, wird 100 Jahre alt. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass unser Sozialsysteme so bleiben, wie sie heute sind. Das muss man den Menschen sagen. Und das führt dazu, dass dann man das Alter anders sehen muss, als heute ist. Wir werden nicht alle dement. Sondern wir leben unglaublich viel länger. Meine Eltern wurden, das war die Arbeitnehmergeneration meiner Eltern, die wurden 65 Jahre plus 4 Monate. Meine Eltern haben diese beide das nicht einmal erreicht. Heute werden wir 80 und 84, ist auch eine Ungerechtigkeit drin natürlich. Und irgendjemand wird das ja auch als Sozialdemokrat wahrscheinlich reformerisch angreifen. Aber das ist die Realität und sie wächst pro Jahr um ein Vierteljahr weiter an. Sodass sie heute wirklich, Demografen sagen, jedes zweite Mädchen, das jetzt geboren wird, wird 100. So, darauf müssen wir reagieren. Ja, wie denn? Ja, wir müssen die Älteren ermutigen, weiter zu tun in unserer Gesellschaft, ehrenamtlich oder beruflich. Viele wollen beruflich. Wenn Sie heute zwischen 55 und 70-Jährigen in Deutschland befragen, sagen Ihnen 40%, ich würde am liebsten wieder arbeiten. Und nur 7% dieser 40% sagen, ich würde das aus finanziellen Gründen tun. Nein, die Menschen suchen Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist ein Gewinn an Leben, wie man sich das nicht vorstellen kann. Das ist ein Mentalitätswandel, wenn man redet über die Frage, wie lange arbeiten wir. Natürlich müssen wir bis 70 Jahre arbeiten. Das ist gar nicht anders möglich. Die nächste Generation wird das tun müssen. Wir haben jetzt eine Regelung, wie Sie wissen, bis 67. Die wird aber jetzt so peu à peu erreicht. Bis 2029 sind wir dann endgültig bei 67. Jetzt haben wir eben 65 plus ein paar Monate. Das steigt jetzt jährlich an. Und wir werden, wenn man die Demografie hochrechnet, 2050 sein müssen bei 69 Jahren plus 8 Monaten, hat mal jemand ausgerechnet. Also auf jeden Fall ist es richtig, die Lebensarbeitszeit, was die Kopplung mit und die Rente angeht, die Lebensarbeitszeit an die demografische Entwicklung zu koppeln. Das heißt, mit dem Anstieg der Lebenserwartung steigt auch zu einem Teil die Lebensarbeitszeit. Und darüber, und das gilt aber nur für den Rentenbereich. Generell gilt aus meiner Sicht, das ist aber sehr liberal gesagt, aber es ist so meine Empfindung, mir hat niemand vorzuschreiben, wie lange ich arbeiten kann und soll.
wie lange ich gebraucht werde, wie lange ich nachgefragt werde. Alle diese Fragen sind eigentlich Fragen, die den Gesetzgeber nichts mehr angehen. Den gehen an, die Rentenversicherung zu sichern und was ist sonst, andere Reformen der Lebensversicherung zu fördern, Anreize zu schaffen. Aber wie ich damit umgehe und was ich mit dem Gewinn an Leben heute tue, das ist allein meine Sache. Ich bin jetzt in wenigen Tagen 76. Ich habe einen großen Vorteil, seitdem ich in Berlin ausgeschieden worden bin. Seitdem ich dort weg bin, da wurde ich gerade 65, das passte ausnahmsweise, da wurde ich dort ausgeschieden, seitdem bin ich absolut nie mehr reguliert. Und diese Zeit, die muss die Politik, die muss die Gesellschaft nutzen und Angebote machen an die älter werdenden, die der Einzelne nutzen kann zur Lebensgestaltung. Meine Eltern hätten nicht geträumt davon, so leben zu können, wie ich heute lebe und in einer Verfassung noch zu sein, in der ich noch laufen und reden und ja, alles Mögliche tun kann. Und das ist eine so fantastische Zeit, es war fast wie ein zweites Leben. Und fragen Sie mal die Älteren und schauen Sie sich mal die Älteren heute an. Die keuchen ja nicht alle mit dem Rollator durch die Gegend. Und will ich alles nicht diskreditieren. Ich werde vielleicht auch irgendwann einen brauchen. Nur bis dahin ist noch Zeit. Und diese Zeit will genutzt sein und die nutzt jeder auf seine Weise. Aber die Wirtschaft, auch die Wirtschaft, das kann nicht nur ein politisches Thema, muss verstehen, dass hier ein gewaltiges Potenzial liegt. Wir stehen nämlich vor der Frage, wie wir die Potenziale in unserer Gesellschaft, nutzen wir die oder sagen wir, wir schaffen das alles, indem wir die Rentenbeiträge noch weiter erhöhen und indem der Staat noch immer mehr Geld in die Rentenversicherung zahlt. Der Staat ist am Ende der seligen Partie. Wenn in Deutschland heute diskutiert wird, wir sollten die heutige Rentenhöhe festschreiben, die liegt heute bei 47, knapp 47% des letzten Einkommens, die Rentenhöhe in Deutschland. Wenn man die auf diesem Niveau festschreibt, ungeachtet der demografischen Entwicklung, dann hätten wir ab 2027 einen Zuschussbedarf von 29 Milliarden in die Rente. Wir haben jetzt schon aufgrund der ersten Rentenreform, die wir unternommen haben, 10 Milliarden Zuschussbedarf. Wir hätten dann nochmal 29 Milliarden drauf. Der Rentenversicherungsbeitrag würde dann steigen auf bis zu 24%. Wir sind heute bei 18,% sowieso. Jeder kann sich vorstellen, dass das nicht gehen kann. Wir sind ohne dies bei der Abgabenhöhe jetzt in Deutschland schon wieder am Anschlag aufgrund der letzten Rentenversicherungsreformen. Der Anschlag heißt, wir geraten gerade über 40% der Einkommen bei den Sozialversicherungen, bei den Beiträgen zu den Sozialversicherungen. Sie sind in Österreich, wenn ich das richtig weiß, bei 44%. Das ist eines der großen Probleme. Unser Ziel war, unter 40% zu kommen. Das hatten wir geschafft. Und wir sind jetzt gerade am Anschlag. Wir werden wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit aufgrund von Einzelmaßnahmen auf 40,2 kommen. Dritte Bemerkung, man darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir haben die Digitalisierung der Gesellschaft, aber die Digitalisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft heißt nicht, dass alle Schreckensgemälde, die heute gemalt werden, auch in Erfüllung gehen. Ich las gerade von dem Chef von General Electric eine Bemerkung, die ich sehr wichtig finde. Der sagt, Europa wird im Zuge der Digitalisierung eine große Chance haben. Das ist Industrie 4.0, denn in Industrie 4.0 spielen die Maschinen eine wichtigere Rolle als IT. Das heißt, Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa hat auf diesem Gebiet enorme Chancen. Unsere Unternehmen haben dort Chancen und es wird nicht nur zu Einschnitten führen. Es wird zu gravierenden Veränderungen kommen, die man im Einzelnen diskutieren müsste. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir heute schon versuchen, das ist so in Deutschland so eine typische Diskussion, jetzt schon versuchen zu regulieren, von dem wir noch gar nicht wissen, wie es sich auswirken wird. Wir haben alle möglichen Szenarien schon über die Digitalisierung, aber die Digitalisierung in dieser Form haben wir noch nicht. Was wir bisher haben, ist überwiegend Automatisierung. Da können unsere Unternehmen, gehen sie schon lange damit um und die Belegschaften auch. Das zeigen alle Untersuchungen, die es dazu gibt. Generell gesagt, insbesondere vor dem Hintergrund der Migration in Deutschland, da zitiere ich mal unseren Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz, als das begann, der Zustrom in Deutschland, da hat er gesagt, wir können das schaffen, hat er also diese Formel von Frau Merkel aufgenommen, aber nur, wenn alle Ventile geöffnet werden. Wenn wir überflüssige Regeln und Regulierungen in Deutschland kippen, canceln,
Ja, und die Kanzlerin hat das ganz vorsichtig, das ist ja ihre Art, aufgenommen. Wir brauchen mehr Flexibilität und weniger deutsche Gründlichkeit, hat sie da gesagt. Leider sind wir zurzeit dabei, wieder mehr deutsche Gründlichkeit zu praktizieren und mehr Regulierung einzuführen. Entscheidend ist in diesen Umbruchssituationen wie jetzt, dass die Wirtschaft mehr Freiraum bekommt, mehr Spielraum, weniger Regulierung. Wir haben ein Unmaß an überflüssigen Regulierungen. Und ich könnte jetzt aus einer Hand mit Blick allein auf die Flüchtlingsfrage viele Regulierungen in Deutschland erwähnen, die überflüssig sind und die beseitigt werden müssen. Generell, weil ich mit Europa begonnen habe, europäische Wachstumspolitik, ja, die verlangt Investitionen. Wo hinein? Meine Überzeugung in eine gemeinsame europäische Energieunion und in eine europäische Digitalunion. Das heißt, Netze, grenzüberschreitende Netzaufbau in beiden Feldern in ganz Europa. Allein im Energiebereich bedeutet das nach den Aussagen von Herrn Oettinger, als er noch Energiekommissar war, 1,5 Billionen dort zu investieren. Im digitalen Bereich ist das ganz ähnlich. Das bedeutet aber, jetzt müssten die 28, nein, demnächst 27 Regierungschefs und Chefinnen sagen, wir machen jetzt eine gemeinsame Energiepolitik, gemeinsame Kriterien für die Förderung von Erneuerbaren, gemeinsame Kriterien in der Energiepolitik für Forschung und Entwicklung, um wegzukommen von der Kohlenstofforientierung, die wir heute haben. Im Digitalen das Ähnliche. Und dazu ein mobiler Arbeitsmarkt in Europa, denn die Voraussetzung für eine gemeinsame Wirtschaft, die wir in Europa ja peu à peu anstreben, ist ein mobiler Arbeitsmarkt. Wenn ich das zusammenpacke, bin ich in der Lage, ich hoffe, dass Frau Merkel, die hat ja mit Herrn Hollande und mit Herrn Renzi zusammengesessen, die haben wohl eine Initiative vorbereitet, deren Inhalt ich noch nicht kenne, für eine Wachstumspolitik in Europa. Ich hoffe, dass dies Teile dieser Politik sind. Es gehört dann dazu eine gemeinsame europäische Migrationspolitik und Sicherheitspolitik. Dann hätten wir ein Paket, aus dem man wirklich wieder mehr Zustimmung für Europa erhoffen kann. Herzlichen Dank für Ihre Geduld.